Was sitzen Sie doch vor dem Kamin? Ja, den machen wir morgen am Ende. Vor dem Kamin. Wir haben gedacht, Hochsommer ist Holzsystem. Ja, genau. Also liebe Kameraden, man sagt immer, ich komme dazu wie die Jungfrau zum Kind. So komme ich ungefähr jetzt dazu, hier zu erzählen. Ich bin während der DDR-Zeit 2 Jahre in Haft gewesen, in Hohenschönhausen bei der Stasi und in Bautzen bei der VP. Und das war ein tiefer Einschnitt in mein Leben. War, als ich verhaftet wurde, 25 Jahre alt. Und ich war vorher kein Freund der Kommunisten. Aber ich war auch nicht so, dass ich, sag mal, auf die Straße rausgerannt wäre und mit Steinen nach irgendwelchen Parteiautos geworfen hätte. Wir hatten uns irgendwie mit der Situation abgefunden. Die Geschichte hatte ja gezeigt, 1953 den Aufstand hatten die Russen niedergeschlagen. 1956 in Ungarn, das hatten die Russen niedergeschlagen. Später ging es so weiter, 1968 in der Tschechei. Und ja, 80 dann in Polen, nicht wahr? Irgendwie sagte man sich, solange die Russen da mit ihren Panzern kommen, ist alles umsonst oder alles unmöglich. Heute, nachdem wir gesehen haben, wie die Sowjetunion zusammengefallen ist, sage ich immer zu den Leuten, die hier eine Änderung in der Bundesrepublik erhoffen oder wünschen, wenn die USA so kollabieren wie die Sowjetunion, dann wird für uns auch die Stunde der Freiheit schlagen. Und ich sage seit dem 9. November 1989, dass man nichts für unmöglich halten soll. Aber das bloß am Rande. Ich wollte heute keinen Vortrag halten. Das heißt, ich hatte mal daran gedacht, dass ich Meinhof anrufe oder eine E-Mail schreibe, ob ich da vielleicht was machen sollte oder könnte. Ich habe zu Hause eine ganze Menge ausgearbeitete Reden liegen. Aber dann habe ich mir das Programm nochmal angeguckt und habe gedacht, nee, das ist so komprimiert, also da ist keine Lücke, wo du dann noch notwendigerweise reinpasst, was da ist, das ist schon genug. Aber wenn ich nur gebeten werde, bin ich auch ganz gern bereit, so ein bisschen zu erzählen. Ich bin nämlich eins der seltenen Kinder, das im Lebensraum zur Welt gekommen ist. Ich weiß nicht, wissen Sie alle, was Lebensraum ist? Ja. Da werden ja heute die unmöglichsten Geschichten erzählen. Ich war also, da waren SS-Offiziere zur Heimat kommandiert und dort also Frauen zu begatten, damit den Führer Kinder geschenkt werden. Das ist so die heute gängige Version. Ja. Meine Mutter ist dort im Lebensbund, und zwar in dem Heim Tinersweiler bei Freudstadt gegangen, weil sie damals keine andere Möglichkeit hatte, mich auf die Welt zu bringen. Das kam so. Meine Großeltern waren ein Pfarrer und die hatten 4 Kinder. Der Älteste war in der Ausbildung zum Ingenieur, war später an der Lufterprobungsstelle in Rechlin. Der 2. Sohn wurde aktiver Offizier bei der Reichswehr. Es war damals sehr schwierig, da reinzukommen. Ich weiß, meine Mutter hat mir immer erzählt, die mussten in Dresden im Anhaltbad von dem 10-Meter-Turm mit voller Rüstung und Stahlhelm springen. Ja. Also runtergesprungen bin ich von dem Turm auch, aber nur mit Badehose, ja. Und mit dem ganzen anderen, das ist schon eine Mutprobe. Der 3. Sohn
der war auf der Fürstenschule in Meißen, hat dann Jura studiert. Und meine Großeltern waren zu Beginn ihrer Ehe sehr reich. Also das heißt zumindest für meinen heutigen Begriff. Die Vorfahren meiner Großmutter hatten Land in Leipzig, was dann Bauland wurde, und dadurch wurde die Familie reich. Um mal ein Anschauungsbild zu geben, was reich hieß: Die beiden Schwestern meiner Großmutter konnten von dem Erbe, das sie von ihren Eltern hatten, ihren Männern, die Landwirte waren, jede ein Rittergut kaufen. Ja. Also die dritte Schwester war meine Großmutter, die heiratete einen Pfarrer und die bauten sich in der Lößnitz ein schönes Haus. Das hat natürlich nur einen kleinen Teil, also damals 40.000 Goldmark gekostet. Ja. Und das andere war auf der Bank. Und als der Erste Weltkrieg kam, haben sie ihr ganzes Vermögen nach dem Motto Gold gab ich für Eisen, so heißt es richtig, ja. Ihr ganzes Vermögen gegeben fürs Vaterland. Als dann das Reich zusammenbrach, als der Erste Weltkrieg endete, hatte mein Großvater nur sein kleines Gehalt als Gemeindepfarrer und diese vier Kinder, also meine Mutter und ihre drei Brüder, zur Ausbildung. Es war wirklich schwer und am schwersten hat es also meine Mutter getroffen. Während ihre Brüder ausgebildet wurden, musste sie nach dem Abitur zu Hause warten. Sie war so quasi die unbezahlte Haushaltshilfe. Warten, dass das ersehnte Studium in Heidelberg für sie Möglichkeit würde. Dann, die einzelnen Brüder waren schon also so, dass sie etwas Geld verdienten. Da durfte meine Mutter dann studieren. Und mein Großvater, mein Vater, mein väterlicher Großvater auch, waren Soraden. Soraden waren Mitglieder der Lausitzer Predigergesellschaft, nannte sich das. Und das war eine schlagende Verbindung in Leipzig. Diese Verbindung hatte jedes Jahr ein Stiftungsfest. Und da mein Großvater aus irgendwelchen Gründen nicht selber fahren konnte oder wollte, schickte er meine Mutter zu diesem Stiftungsfest nach Leipzig. Und mein anderer Großvater, er war selbst so Arbeit, mein Vater dorthin, und sie lernten sich meine Eltern kennen. Auf dem Stiftungsfest, ja. Mein Vater war dann als Volontär in der Würzburger Hautklinik. Das heißt, er wurde dort ausgebildet, aber er verdiente nichts. Als meine Mutter ihm erzählte, dass ihm nach dem Stiftungsfest ein Baby erwartet, so wie mich. Ja. Mein Vater hatte kein Geld und meine Mutter hat mal zu mir gesagt, er war damals in schlechter Gesellschaft und hat daraus resultierend ihr dann geraten, das Kind abtreiben zu lassen. Es hätte mir leid getan, nicht wahr? Aber ich wusste ja von alledem nichts. Meine Mutter war sehr enttäuscht von meinem Vater und Sie werden das verstehen. Sie konnte auch nicht nach Hause, um dort jetzt um Hilfe zu ersuchen. Sodass für sie dieses Lebensdornheim im Schwarzwald Tatsache eine Rettung war. Ich bin dort 2 Jahre gewesen und sie hat ihr Studium beendet in Heidelberg als Fremdsprachenkorrespondentin. Ja, und dann haben die Mütter meiner Mutter und meines Vaters die Sache so wieder ins Einvernehmen gebracht, sodass ich dann an meinem zweiten Lebensjahr in der Familie aufwuchs
Es kamen dann noch zwei Schwestern dazu. Das ist also bloß mal eine Episode zu dem Thema Lebensbaum. Wenn man dann so angesprochen wird, wie das heute der Zeitgeist tut, dann kann man auch mal erzählen, wie es wirklich war. Der Günter Deckert hatte mich gebeten, auch so über mein Leben zu erzählen. Das hatte durch einen kurzen Vortrag im letzten Sommer angefangen. Und ich habe mir zu Hause also so eine Stichwortreihe gemacht, nach der man dann den Vortrag gestalten kann. Diese Stichworte habe ich jetzt nicht hier, aber ich meine, so irgendwie im Hinterkopf sind sie schon auch. Es würde zu lang dauern, alle diese Stichworte jetzt abzuarbeiten. Deswegen würde ich nur einige Punkte rausgreifen. Nachdem meine Eltern sich wieder vereint hatten, wir eine Familie waren, waren wir in Annaberg im Erzgebirge. Mein Vater war als praktischer Arzt dort. Eingeschult worden bin ich in Radebeul bei Zitschewig, bei Dresden. Und ich kann mich noch besinnen, dass ich ganz traurig war, als am Sonntag keine Schule war. Montag war Schule, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag. Und Sonntag habe ich geweint, weil keine Schule war. Aber das ist auch nur das eine Mal passiert. Ja, so schulfreudig war ich später dann nicht mehr. Ich habe mich dann nach der Devise gehalten, vor allem nicht auffallen und dann nicht nur schon so mitschwimmen, nicht wahr? Mein Vater hatte vor dem Krieg an Übungen teilgenommen, erst der Schwarzen Reichswehr, dann der Wehrmacht, sodass er, als der Krieg begann, er wurde zu einer Übung einberufen, nach Münsterlager. Vom ersten Tag an als Offizier, Sanitätsoffizier, an dem Krieg teilgenommen hat. Am Münsterlager sind sie an die polnische Grenze gekommen und dort hat er dann den Polenfeldzug mitgemacht und später ist er dann in Belgien gewesen als Küstenwache und von dort sind sie dann 1941 im Sommer an die polnisch-russische Grenze oder deutsch-russische Grenze, denn Polen war ja liquidiert, verlegt worden und dann begann am 1. September der Feldzug nach Russland. Dort war erst ein Mittelabschnitt, dann auf der Krim. Nach Eroberung der Krim war er dann in Kurland. In Kurland ist seine Division unbesiegt am 8. Mai in Gefangenschaft gegangen. Darauf waren die, alle, die in der Kurlandgruppe waren, sehr stolz. Es hat 5 oder 6 Kurlandschlachten gegeben, wo der Russe mit starken Kräften versucht hat, dort oben diesen Kessel einzudrücken. Aber das ist nicht gelückt. Und der kommandierende General der Roten Armee hat dann den Kommandeur der deutschen Truppen, der deutschen Wehrmacht, einen bald deutschen General Schulze, hieß er, gestattet, vor ihrem General noch einmal zu defilieren und dann die Waffen niederzulegen und dann in Gefangenschaft zu gehen. Das war am 8. Mai. Und am 6. Dezember 1948 ist mein Vater, wie wir dann später erfahren haben, im selben Zug, mein Schwiegervater, mein späterer, heimgekommen. Das hing damit zusammen, dass die Russen für die sowjetische Besatzungszone einen Zug mit Ärzten und Zahnärzten gemacht haben. Mein Schwiegervater, späterer, war Zahnarzt und mein Vater praktischer Arzt. Ja. Mein Vater hatte bei einem
Ausbruch aus einem Kessel, der sehr schwierig war, aber erfolgreich insofern, als es ihm gelungen war, alle Verwundeten aus dem Kessel rauszunehmen, rauszubringen, ja. Und für diese Tat hatte er das Deutsche Kreuz in Gold erhalten. Wurde in der heimatlichen Kreiszeitung im Annaberger Tageblatt erwähnt. Und als er jetzt am 6. Dezember 1948 aus russischer Gefangenschaft heimkehrte, sagte ihm der derzeitige Kreisarzt, der sich auch in seine Praxis gewissermaßen gesetzt hatte, ja, Herr Kollege, das ist unmöglich, dass Sie hier weiter praktizieren. Das hat ja in der Zeitung gestanden, dass Sie das Deutsche Kreuz in Gold bekommen haben. Das ist, geht gar nicht. Ja, und so mussten meine Eltern aus der Wohnung in der Kreisstadt in eine 10 Kilometer entfernte Kleinstadt ziehen. Dort hatte man einen Arzt, der Mitglied der SS war. Also nicht jetzt der Waffen-SS, sondern der richtigen SS, ja. Und der gläubige Nationalsozialist war, der bei der ganzen Bevölkerung hoch beliebt war, die alle über ihn die Hand gehalten haben, bis auf einen Schweinehund, den er mal nicht krankgeschrieben hatte. Und dieser Schweinehund ist so lange zu den Russen gelaufen, bis die ihn abgeholt haben. Ja. Er ist dann nach Workuta gekommen. Die Familie, in deren Haus, was ihr Eigentum war, jetzt der Stadt gehörte, sind wir eingezogen. Und dieser Kollege ist, wie gesagt, nach Workuta gekommen und ist dann nach dem Adenauer-Besuch in Moskau, ich glaube 55 war es, nach Hause gekommen, als kranker Mann und wenig später gestorben. Mein Vater hat dort praktiziert, bis er die Altersgrenze erreicht hatte. Dann ist er nach Westen gezogen und hat uns dann unsere Flucht mit ermöglicht. Wenn das interessiert, erzähle ich mal davon. Als meine Eltern im Westen gingen, da habe ich zu denen gesagt, wir können das nur machen. Ihr habt ja doch alles. Die Bevölkerung hängt an euch. Die lesen euch jeden Wunsch von den Lippen ab. Aber meine Mutter war so verbittert. Man hatte ihnen ein Haus versprochen am Stadtrand. Und dann hatte der Bürgermeister gewechselt und der, der ihnen versprochen hatte, der war weg am Fenster und der Neue, der musste angeblich nicht, der hatte das dann einem anderen verkauft. Und meine Eltern saßen quasi in der Luft, weil das Haus von dem Dr. Kriebsch, den die Russen abgeholt hatten, der Stadt gehörte und mit dem Ende der Tätigkeit meines Vaters meine Eltern dort raus mussten. Und da hat er gesagt, also wir gehen jetzt nach Westen. Die waren dann in Unterfranken und haben dort, mein Vater hat dort noch die ganze Weile praktiziert und waren da recht glücklich. Der Ausgangspunkt war ja der, dass meine Eltern damals gingen und ich zu ihnen sagte, wir könnten nur nicht wahr. Also ihr habt hier alles, die Leute hängen an euch, die sind dankbar für die vielen Jahre, die der Vater hier gearbeitet hat. Ja. War also gar nicht gesonnen zu flüchten. Ja. Und wir waren dann im Berliner Raum und hatten dort auf einem kleinen Weiler, wo 19 Einwohner waren, 5 davon stellte meine Familie, ja, ein ehemaliges Jagdhaus gefunden und waren da also ganz glücklich. Und dann ging so das Gerücht um, also der Kreisrat der Kreisstadt sucht ein Naherholungsort. Da hatten sie schon bei verschiedenen Gemeinden angefragt und die hatten alle dankend abgewinkt. Und jetzt war man auf die Idee gekommen, Lochow. Ich weiß nicht, wer die Bücher von der Ilse Gräfin von Bredow kennt.
die ist dort in Lochow gewesen, das ist also ein ganz kleiner Weiler. Und ich wollte es gar nicht glauben, dass das also tatsächlich sein würde. Bin dann also zum Kreis gegangen, Abteilung Wasserwirtschaft, die verwaltete diese Sache, ja. Und dort war ein Sachbearbeiter, der war ganz begeistert, dass jemand kam, sich nicht für die Sache interessiert. Er sagt, ja, also hier kommen 100 Bungalows hin, 14-tägiger Wechsel, 4 Personen, 400 Mann, in einem Ort, wo bisher nur 19 waren, da. Hier bauen wir noch ein paar Finnen und ja. Und ich kam nach Hause zu meiner Frau und sagte, Sabine, jetzt können wir auch abhauen. Und von diesem Moment an haben wir die Republikflucht, wie das in der DDR hieß, betrieben. Es war gar nicht ganz einfach, nicht wahr? Kann sich vorstellen, man hörte ständig von Leuten, die an der Grenze erschossen werden oder die sonst irgendwie verhaftet werden, weil sie das vorhatten, ja. Wir sind nach Ungarn gefahren und haben in Ungarn meinem Vater einen Brief geschrieben. Flöhle, so hat er das Kindermädchen mich als kleines Kind genannt, weil ich auf dem Wickeltisch so hopste. Flöhle trägt sich mit dem Gedanken, nach Bayern zu ziehen. Da wussten meine Eltern also Bescheid, was war, ja. Dann haben wir uns mit meinem Vater und mit meiner Mutter getroffen, haben Einzelheiten besprochen, ja. Und dann haben wir gewartet. Und dann haben wir weiter gewartet. 1,5 Jahre waren vergangen. Wir hatten alle Bücher, Meißner Porzellan, Bilder, alles was irgendwie von Wert und transportabel und mobil war, an bekannte Freunde mit Päckchen im Westen und was weiß ich, also verteilt. Unsere Wohnung sah kriminell leer aus. Und da ja vorgesetzte SED-Genossen, Ärzte, mitunter auch zu uns in die Wohnung kamen, habe ich meinem Vater dann in einem Brief, den ich einem Westberliner in Lochow mitgab, gesagt, wer bei uns reinkommt, sieht, was wir vorhaben. Die Regale sind leer, die Schränke sind gelichtet und. Mein Vater, der hatte gesagt, naja, der Wolfi will jetzt nach dem Westen, da werden wir mal fleißig uns ransetzen und verdienen und wollte jetzt das Geld sparen. Pro Kopf 30.000. 5 Mann waren wir 150.000. Das war für meinen Vater, der gerade vor ein paar Jahren als Ostler rübergekommen war, auch eine riesige Summe. Nicht wahr? Ja, und wie er jetzt nun hörte, dass das also dringend war, da hat er bei der Bank ein Darlehen genommen. 14 Tage später waren wir im Westen. Das war auch noch spaßig. Also sagen wir mal, es sollte ja alles ganz im Vertrauen und ganz konspirativ erfolgen, ja. Ich hatte, weiß noch wie heute, am 13. Januar 1978 Dienst im Krankenhaus gehabt, also so, was da an ambulanten Fällen kam. War eigentlich als praktischer Arzt in der Stadt. Und ich kam nach Hause, unrasiert, nicht ausgeschlafen, da geht's Telefon. Hallo Wölfchen, wir wollten uns doch mal am Alex treffen, dass ich dir die 134 Mark zurückgeben kann. 134 war die Losung, unter der ich den Kurier erkennen sollte. Ja, wir stellen sich einmal vor, wenn die Stasi das Gespräch abgehört hätte. Wegen 134 von Rathenow nach Berlin, das sind 90 Kilometer, zu fahren, ja. Das war schon recht unglaubwürdig, nicht wahr? Das habe ich dem hinterher auch gesagt. Ja, an der Weltzeituhr haben wir uns am Alex getroffen. Er hat mir dann alles erklärt. Ich sollte am selben Tag noch nach Niemek fahren und mir dort die Fluchtstrecke angucken. Niemek, ich weiß nicht, kennt jemand die Strecke Berlin-Leipzig? Ja, da liegt Niemek also dran, kurz vor Berlin. Und da macht die Autobahn so einen Rechtsbogen und in diesem konvexen Stelle von dem Bogen, da war eine kleine Wiese.
auf dieser Wiese in den angrenzenden Kiefern sollten wir uns verstecken. Wir haben uns in zwei Gruppen geteilt. Ich war mit unserer jüngeren Tochter und meine Frau war mit dem 9-jährigen Sohn und der 17-jährigen Tochter vis-à-vis in den anderen Kursen. Wir sollten, wenn das Auto hält, dann wird er so tun, als ob er nach dem Reifen guckt, der Fahrer, ja. Und dann ruft er 134 und dann sollen wir nur rufen, ja, hier, aber noch in Deckung bleiben. Und der Fahrer beobachtet dann den Verkehr, der von hinten kommt, der ja die Wiese nicht einsehen kann und ob die anderen von der anderen Seite also schon weggefahren sind. Und wenn es dann günstig ist, dann macht er die Kofferraumklappe ab und sagt, hopp, und dann muss schnell einer rein in den Kofferraum. Ja. Ja, meine Frau mit den beiden Kindern ist als erstes weggefahren. Uns wurde gesagt, es kommt ein zweiter Wagen. Und nach einer halben Stunde oder 20 Minuten so, da kam dann auch der zweite Wagen und in den sind wir dann rein, meine kleine Tochter und ich. In welchem Ausnahmezustand man war, das sehen Sie daran. Ich kann zwar sagen, dass es ein großer, breiter Kofferraum war, aber was für ein Typ der Wagen war, ob Ford, Mercedes oder sonst was, das kann ich partout nicht sagen. Wir kamen dann an der Grenze an, bis da Triebitz gewesen, die Grenzstation, ja. Dann hörten wir, wie der Posten außen ums Auto rumging. Der Fahrer pfiff irgendwas und dann ging es weiter. Wir nahmen an, dass wir jetzt über die Grenze sind. Drüben dann hielten die irgendwo, rangierten irgendwie zurück. Das merkten wir, das Kofferraum war noch zu. Dann wurden die Nummernschilder abgeschraubt, das hörten wir auch von innen. Und dann schließlich wurde der Kofferraum geöffnet und der Fahrer sagte, wir gratulieren Ihnen, Sie sind in West-Berlin. Das muss man erlebt haben, um dieses Gefühl zu empfinden, vor allem, da ich ja nun schon vorher Haft gehabt hatte, von 61 bis 63, das war 15 Jahre her, da war mir das alles noch sehr gut in Erinnerung, was uns gefühlt hätte. Die Kinder wären ins Heim gekommen, meine Frau und ich in Haft. Ja. Wir sind dann wenige Schritte die Straße runtergegangen. Der Chef des Fluchthelferteams wartete dort im Auto mit meiner Frau und den beiden anderen Kindern. Und dann hat er uns mit in die Wohnung genommen. Dort sind wir zwei Tage gewesen. Es ging darum, dass, sagen wir, die DDR nicht ermitteln konnte, wann, wo wir mit welchem Flugzeug weg sind. Ja, wir sind dann von West-Berlin ausgeflogen nach Nürnberg und von dort dann zu meinen Eltern in Unterfranken. Ich entsinne mich, in den ersten Wochen, die wir noch bei meinen Eltern wohnten, ich habe dann bald Praxen vertreten, meine Frau hatte es schwerer, also ihren Facharzt wiederzubekommen, das war das Spaßige. Die Approbation haben wir per Formular ausfüllen in München wiederbekommen. Approbation ist die Berufserlaubnis als Arzt. Die Promotion, wir waren beide promoviert, ja, die wurde ohne weiteres anerkannt. Das durften wir behalten. Der Facharzt wurde nicht anerkannt, obwohl ich 18 Jahre und meine Frau 15 Jahre schon im Beruf, sie in leitender Stellung sogar war, war der Facharzt also in Westdeutschland nicht anerkannt. Vorschrift war ein Jahr in einer ausbildungsberechtigten Klinik und ich hatte das Glück, als praktischer Arzt, wenn ich das auf dem Land mache, dann in einem halben Jahr in einer ausbildungsberechtigten Praxis den Facharzt wieder zu erlangen. Ich habe dann einen sehr netten Kollegen im Steigerwald gefunden, der hat zu mir gesagt, also wenn der Kollege, bezahlen kann ich Sie nicht ein halbes Jahr, das ist klar.
Aber Sie können ja woanders Vertretung machen. Ich bescheinige Ihnen dann das halbe Jahr und dann geht das schon klar. So haben wir das gemacht. Meine Frau, die musste ihr ganzes Jahr in Würzburg abdienen. Man hat sie dann sogar gefragt, ob sie nicht vielleicht dort bleiben möchte. Aber wir hatten indessen in Spessart eine Praxis gefunden, die durch den plötzlichen Tod eines 56-jährigen Kollegen, der vorher bei der Bundeswehr war und dann nur etwas zu sehr dem Alkohol zugesprochen hatte, diese Praxis war also frei geworden und dort sind wir hingegangen und haben dann zusammen 25 Jahre als Landärzte dort gearbeitet. So eine schöne Zeit. Und jeder, der so auf sein Leben zurückguckt, wird gerne also an diese Zeit denken, wo er noch beruflich aktiv war. Jetzt bin ich schon 15 Jahre im Ruhestand seit 2002. Aber diese Zeit im Spessart, das war schon schön. Dass es auch nicht einseitig war, zeigte sich daran, als wir gingen, haben wir also einen Abschied erlebt ohnegleichen. Es fand vor dem Rathaus des Dorfes, das war so eine, wie es da eine Gemeinde von 2000 Einwohnern, fand also eine Versammlung statt, wo die Bevölkerung da war. Da hat der Bürgermeister gesprochen, da habe ich gesprochen, da hat mein Nachfolger gesprochen, ja. Dann kam der örtliche Posaunenchor, hat Musik gemacht, ja. Und der örtliche gemischte Chor ist bei uns abends im Garten aufgetreten und hat ein Abschiedskonzert gegeben mit wunderschönen Liedern, die eben passten zu so Schmerz und Abschied. Ja. Wir haben heute noch also gute Verbindungen zu den alten Patienten und zu den alten Mitarbeitern. Ja, das war die Zeit nach der Flucht. Eigentlich wollten Sie vielleicht mehr von der Stasi hören, oder soll ich jetzt Schluss machen? Aus welchen Gründen sind Sie verhaftet worden? Ja, das will ich gleich erzählen. Das ist spannend. Also, ein Vernehmer der Staatssicherheit in Hohenschönhausen, der hat mal zu einem Häftling gesagt, ich bin unschuldig, was wollen Sie von mir? Ja, das war sogar Genosse, nicht wahr? Das gab es ja auch, dass wir Genossen da hatten, nicht wahr? Und er hat also ein Fass aufgemacht. Und da hat der Vernehmer ganz ruhig zu ihm gesagt, hören Sie mal zu. Wir können jeden auf der Straße greifen. Wir haben immer den Richtigen. Ist Ihnen das klar? Also. Ja. Ich sagte vorhin wohl schon mal, ich war eigentlich kein irgendwie militanter DDR-Gegner. Ich war sogar in der FDJ. Ich bin zu den Weltjugendfestspielen mit in Berlin gewesen. Allerdings muss ich sagen, um nach West-Berlin zu gehen, das war also mein Nebengedanke dabei. Ja. Ich ging auf eine sozialistische FDJ-Oberschule Johannes Erbecher, die also von dem Minister noch selber eingeweiht worden war. Wir hatten also einen ehemaligen SS-Offiziersanwärter, mir fehlt jetzt der richtige Titel dafür. Also was, Offiziersanwärter, wie hießen die beide? Junker. Ja, ein Junker war das. Und dieser Fahnenjunker hatte also sich vom Saulus zum Paulus gewandelt und war nun ein überaus roter Hund geworden. Ja. Der hat das so schlimm getrieben, Schwarzenberg hieß der, ja, so schlimm getrieben, dass er nach dem 17. Juni die Treppe rauffiel. Sie kennen ja den Ausdruck, nicht wahr? Er wurde von der Kreisstadt Annaberg, wo ich die Oberschule besuchte, in die Bezirksstadt Karl-Marx-Stadt versetzt. Ja. Der Lehrer, den wir dann bekamen, der war irgendwie in einem Handwerksberuf gewesen, hatte dann über Abendschule Abitur gemacht und irgendwie auch Fernstudium gemacht, ja, und war nun also Direktor der Oberschule des früheren Anton-Günther-Gymnasiums geworden. Mein Vater war zu der Zeit im Elternbeirat und er fragte dann meinen Vater immer, wie er dieses oder jenes ausdrücken solle oder welchen Schlips er umbinden solle. Also das war ganz niedlich. Aber dieser Herr Mehnert, so hieß der,
der hat mir eine solche Beurteilung geschrieben, dass ich bei all meinen Bewerbungen, erst für Forst, dann nach einem Jahr als Forstarbeiter, habe ich mich für Medizin beworben, weil es da hieß, Kinder von Ärzten kommen jetzt bevorzugt zum Medizinstudium. Auch da bin ich überall abgelehnt worden. Und dann hat mein Vater mich zu einem Kriegskameraden geschickt. Das war sein ehemaliger Bataillonskommandeur, als mein Vater noch Bataillonsarzt war. Er war zum Schluss Divisionsarzt. Und dieser Kommandeur von ihm, der ehemalige, der war Professor an der Humboldt-Uni. Und der sollte versuchen, mich irgendwo als Laborant oder als Praktikant oder als harmloser oder was weiß ich, eben irgendwie unterzubringen. Und dann ein Jahr später sollte ich es wieder mit der Bewerbung versuchen. Dieser Professor Schüller, so hieß der Arno Schüller, ja, ganz feiner Kerl, der ist zu einem großen Kommunisten und Juden gegangen. Professor, Gott, mit S fing er an. Na egal, der Name, vielleicht fällt er mir auch wieder ein, ja. Samuel hieß er mit Vornamen. Und dieser Professor, der hat dann zu meinem Protektor gesagt, ja. Er hat ihn so gefragt, können Sie den im Labor unterbringen für ein Jahr, bis dann wieder das Studienjahr beginnt. Ja, warum studiert er denn nicht? Ja, er will ja, aber er ist abgelehnt worden. Darauf sagte der Rappaport, dieser Professor Samuel Rappaport. Ja, sagte, naja, dann schicken Sie mal Ihren Schützling morgen Vormittag ins Hauptgebäude unter Linden von der Humboldt-Unis, Hauptgebäude, ja, Zimmer so und so. Der Professor Schüller rief dann zu Hause bei sich an, ich wohnte da bei ihm in Assershof. Der Wolfi, so nannten sie mich, der Wolfi, der soll gleich zum Fotografen gehen, Passbild machen und einen Lebenslauf schreiben. Am nächsten Morgen kam ich in das Zimmer der Humboldt-Uni, Nummer so und so, denn die Nummer war mir bekannt, sagte, dass ich der und der bin. Ah ja, sagten die, hier ist der Immatrikulationsbogen. Und ich war 8 Tage nach Beginn des Semesters in der medizinischen Fakultät der Humboldt-Universität immatrikuliert. Ja, dann begann das Studium. Das Studium der Medizin braucht ja auch Bücher. Und wir bekamen die Bücher, die meistens im Westen erschienen, bei Urban und Schwarzenberg und anderen Verlagen, bekamen wir so Bücherscheine. Auf diese Bücherscheine konnten wir die in der Karl-Marx-Buchhandlung, in der Karl-Marx-Allee, und damals hieß es immer noch Stalin-Allee, ja, konnten wir die also 1:1 für Ostgeld kaufen. Und das war im ersten Studienjahr, und das war im zweiten Studienjahr. Dann macht der Mediziner das Physikum, danach ist aus dem Studium der Kantnet geworden. Ja, und dann machten sie es nicht mehr, sondern die DDR hat es sich so gesagt, es war so ein Büchertausch, also der Westen lieferte Bücher und der Osten lieferte Bücher. Der Osten hatte gute Kunstverlage, in Leipzig zum Beispiel, ja. Und für dieses Geld wollte der Osten jetzt nicht mehr Bücher einkaufen, sondern andere Dinge, die ihm wichtig erschienen, ja. Und darauf erhielten wir jetzt für ein Seminar mit 20 Mann nicht mehr 20 Bücherscheine, sondern nur noch einen. Was soll das, nicht wahr? Ein Buch, wenn den irgendeiner hat, der irgendwo in Berlin sitzt und man will dann abends was nachschlagen, also das ist unmöglich, ja. Und ich hatte dann durch Zufall erfahren, also das heißt, ich war in Gesundbrunnen, West-Berlin, und hatte so Weihnachtszutaten für meine Eltern im Erzgebirge besorgt, ja. Und wie ich zum Bahnhof Gesundbrunnen komme, da steht dort jemand, der teilt so Zeitung aus. Da stand drauf, Freie Junge Welt. Also Junge Welt war das FDJ-Organ, nicht wahr? Freie Junge Welt, das war also, was die da herauskam. Später dann, nach der Haftzeit, da habe ich dann erfahren,
dass das also mit der SPD zusammenhing. Die haben das so für Ostberliner Jugendliche und für Jugendliche aus der Zone herausgegeben, diese Zeitung. Und ich bekam die dort also in die Hand, die Freie Junge Welt, die so durchgeblättert und habe gedacht, Mann, mit Mandeln und Zitronat und solchen Weihnachtsgebäckzutaten in der Tasche. Ich wohnte nämlich in Schönholz. In Schönholz, der Bahnhof war West. Aber ich wohnte 100 Meter weiter im Osten. Es war direkt angrenzend. Ich stieg im Westen also aus, musste an den Vorbus vorbei, um nach Hause zu kommen. Ja. Und die Vorbus, die kannten uns schon, weil wir jeden Morgen da reinfuhren und jeden Abend da rauskamen. Aber manchmal wollten sie auch in die Tasche sehen. Und dann habe ich mir gesagt, also die Zeitung nimmst du lieber nicht mit. Ja? Dann sind womöglich das Zitronat und was ich so in der Tasche hatte, flöten. Ich hatte die also rasch durch, das sehe ich auf der letzten Seite. Für unsere Leseratten haben wir in der Redaktion noch folgende Titel, und da waren so einige belletristische Titel, aufgeführt. Das reiste dir raus. Ich habe mir die Adresse rausgerissen, es war in Wilmersdorf, ja. Und bin dann, als mal keine Vorlesung war, da runter nach Wilmersdorf gefahren. Da war ein großes Fabrikgebäude. Und da waren viele Firmenschilder dran. Und auch das Schild Redaktion Freie Junge Welt, so wie die Zeitung hieß, die ich da in Gesundbrunn bekommen hatte. Ja, ich kam da rein, Büroraum, Sekretärin, erzählte dir mein Herkommen und mein Anliegen. Ach, sagte ich, das ist gut möglich, ja. Und ich muss dazu erzählen, ich hatte ein paar Monate vorher bei Lias, das war so ein Gerücht, bei Lias gibt es so Literatur, wenn man Oststudent ist, und da habe ich ein Buch bekommen. Das Limit war dort 20 Mark. Ja? Und es gibt wenig medizinische Fachbücher, die nur 20 Mark kosten. Die meisten kosten mehr. Ja? Und dort bei der Freien Jungen Welt, die waren also großzügig, die sagten, ja, also das sagen sie uns den Titel, den Verlag und so weiter. Und dann besorgen wir ihnen das Buch. Und da habe ich einige Bücher bekommen dort. Das ist in der Studienzeit gewesen. Also 60 habe ich Examen gemacht, das muss also 57 oder 58 gewesen sein. Ja. '59 habe ich mich verlobt und geheiratet. Und meine Frau, die hatte Sorge, dass ich da mit dieser Verbindung in Berlin-Wilmersdorf in Gefahr geraten könnte. Dazu kam, ich war mehrere Male dort gewesen, hatte immer mit der Sekretärin gesprochen. Und die Sekretärin war eine Forstmeisterstochter aus Mecklenburg, war also auch aus dem Osten. Und Förster war mein ursprünglicher Studienwunsch. Ja. Wir hatten also einen guten Draht sofort zueinander und haben uns wunderbar unterhalten. Jetzt bei einem der letzten Male, wo ich dort in der Redaktion Freie Junge Welt war, war sie nicht da, sondern ein Mann mittleren Alters, so Mitte 30, Ende 30. Und der schärfte mir so Sicherheitsvorkehrungen ein, dass ich mit niemandem sprechen sollte, dass ich da gewesen bin und nicht wahr. Und das habe ich dann meiner Frau erzählt und sie sagt, also das ist gefährlich, lass da mal lieber die Finger davon, ja. Bin dann, glaube ich, auch nicht mehr dort gewesen. Und das war vor dem Examen noch, also vor 60. Und dann ging alles so seinen Gang. 1960 wurde unsere Tochter geboren, machte das Staatsexamen, begann 1961 meine Tätigkeit an der Klinik in Berlin-Buch als Pflichtassistent. Und hatte dieses erste Jahr der Pflichtassistenz fast absolviert, als am 13. November früh
um sechs bei uns heftig an der Tür pochte. Draußen standen zwei Männer in Ledermünden. Meine Frau war zuerst an der Tür, ja, wir möchten bei Herrn Dr. Eller sprechen. Ja, und nein, man muss dazu sagen, ich war in der Chirurgie damals gerade, Unfallchirurgie, wo öfters VP kam, ja. Insofern also dachte ich eigentlich irgendwas, was mit dem Unfall zusammenhängt, nicht wahr? Ja, kommen Sie mal mit, wir haben da eine Frage an Sie oder ein Sachverhalt zu klären, so haben Sie sich, glaube ich, ausgedrückt, ja. Ja, ich ging in die Küche, die beiden Männer standen im Flur, meine Frau stand zitternd neben mir, während ich mich anzog, und dann flüsterte ich ihr zu, wenn irgendwas ist, ruf bei den Eltern an. Darauf schließt der eine sofort die Küchentür auf und sagt, Sie können sich ruhig laut unterhalten. Ja, dann kam ich, unser Haus lag, also wo wir wohnten, lag zu einem Garten. Und dann kam hinten raus, da stand einer, in Zivil. Dann gingen wir ums Haus rum, vor auf die Straße, da stand einer, in Zivil. Dann gingen wir ein Stückchen hoch die Straße in Richtung Bernau, wir wohnten nahe der Sektorengrenze von Ostberlin an die DDR, Berlin-Buch in der Krankenhausstadt. Da stand ein Auto, ja. Sinnigerweise ein VW, ein Westwagen, ja. Und er machte die Tür auf, klappte den Sitz vor, schubste mich quasi rein, da drin saß schon einer, er setzte sich neben mich und rums ging das Auto ab. Der Schlagbaum ging hoch ohne Problem, ja. Dann fuhren wir erst bis zum Haus in die DDR und kamen dann die Weißenseer Straße wieder nach Berlin rein. Wieder Schlagbaum, wieder hoch, runter. Der vorne neben dem Fahrer sitzende Ledermann, ja, der vorher bei uns im Flur gestanden hatte, der hatte dem Posten an den Schlagbäumen immer so einen Klappausweis gezeigt. Ja. Da kann ich denn mal Ihren Ausweis sehen? Warum? Na, ich sag, ich möchte gern wissen, bei welcher Firma ich bin. Damals, wo ich verhaftet wurde, das war am 13. November 1961, also August, November, ein Vierteljahr genau nach dem Schuss der Mauer. Und damals sind noch etliche auf die abenteuerlichste Weise abgehauen. Und ich kam jetzt also auf die Idee, dass mich vielleicht Verwandte von drüben durch Auftragsleute holen würden, ja. Und in meiner Gutgläubigkeit dachte ich, ich bin jetzt schon zu halb, aber dann doch nicht ohne meine Frau und ohne die Kinder, nicht wahr? Also das würde ich nicht, nicht wahr? Sag ich, können Sie mir nicht mal Ihren Ausweis zeigen? Warum wollen Sie den sehen? Ja, ich möchte gern wissen, bei wem ich da bin, nicht wahr? Ich sagte, das werden Sie schon noch erfahren, nicht wahr? Und wie? Wir kamen dann, als wir reinfuhren in die Stadt, an eine, von der Seitenstraße auf eine Hauptstraße und mussten den Verkehr erst vorbeilassen. Da ging vor dem Auto so eine Menschenmenge über die Straße und in der Menschenmenge war ein Studienkollege von mir, der mich im Auto erkannte und mich grüßte und ich grüßte zurück. Darauf setzte der, der am Steuer war, den Wagen durch die Leute in Bewegung und durch und der Beifahrer sitzen, der vorne rechts saß, der drehte sich und sagte, wer war das? Ja, die fühlten sich quasi ertappt, nicht wahr? Ja, ich sagte, das war ein Kollege aus meinem Studienjahr. Naja, wir landeten dann in Lichtenberg, in der U-Haft von der Stasi. Ich wurde in eine Zelle gebracht. Ich fand das alles äußerst interessant. Ich war ja noch nie im Gefängnis, nicht wahr? Und nur also die Fresslucke und den Spion und den Hocker und alles, was man nur aus dem Roman kennt, nicht wahr? Ich dachte, wenn du morgen im Casino bist und erzählst es, das glauben die dir gar nicht, nicht wahr? Ja. So waren meine Gedanken. Dann wurde ich zur Vernehmung geholt, ja. Mit welchen feindlichen Dienststellen stehen Sie in Verbindung? Also, ich stand ja wirklich
zu dieser Zeit mit niemandem in Verbindung. Und das mit den Büchern, das hatte ich schon lange vergessen. Ich muss ehrlich sagen, also daran habe ich nicht gedacht. Die Vernehmung ging den ganzen Tag, ja. Woran ich dachte oder was mir Sorge machte, ein Onkel in München, ein Bruder meiner Mutter, der war bei der Reichswehr gewesen, aktiv, war dann in der Wehrmacht zum 1A aufgerückt, einer Division, war ein Jahr nach meinem Vater 1949 aus Gefangenschaft gekommen, in den Westen gegangen und nach so zivilen Zwischenposten dann erst bei den Franzosen, die hatten so eine Hilfstruppe vom See, aus Elière nannte sich das, aktiv wieder geworden und dann bei der Bundeswehr und dort beim MAD. Und das wusste ich zwar, aber offiziell sollten wir das nicht wussten. Und ich hatte immer so im Hinterkopf den Gedanken, dass die da in die Richtung wollten, also auf meinen Onkel hin, nicht wahr? Aber nachdem sie mich nur den ganzen Tag mit allen möglichen Fragen belegt hatten, ich war dazwischen mal zum Essen auf Zelle, ja, ging es nachmittags und abends weiter. Und dann kam offensichtlich der Vorgesetzte von meinem Vernehmer da. Und der legte mir ein Foto vor von der Redaktion Freie Junge Welt, wo diese Forstmeisterstochter war und wo ich etliche Bücher bekommen hatte. Wie er mir später, man muss überlegen, ich war vom 13. November bin ich verhaftet worden, bis März, also 4 Monate, war ich in U-Haft, bis ich dann Ende März in Neubrandenburg beim Bezirksgericht verurteilt wurde. Wir haben mit dem Vernehmer also über allen Tod und Teufel gesprochen. Der machte sich so nebenbei eine richtige medizinische Ausbildung, wahrscheinlich um weitere Ärzte zu vernehmen, nicht wahr? Aber jetzt nochmal zurück, also zu diesem Foto. Der Vorgesetzte von meinem Vernehmer, der brachte also dieses Foto mit, was die Redaktion Freie Junge Welt in Wilmersdorf zeigte und fragte dann, ja, was haben Sie da gemacht? Und ja, sag ich, wenn Sie das meinen, das ist ganz harmlos, da wir nicht genügend Lehrbücher in der DDR hatten, habe ich versucht, mir in West-Berlin Literatur zu besorgen. Und wir haben bei Beginn jeden Semesters die Literatur an die Wandtafel geschrieben bekommen und das waren zu 90% westdeutsche Verlage, westdeutsche Autoren. Und die konnte ich natürlich auch nur in West-Berlin bekommen. Ja, ja, und dann habe ich denen das also ausführlich erzählt und die haben das ausführlich protokolliert. Aber damit war, wie gesagt, die Vernehmung nicht zu Ende, sondern die zog sich dann über Monate hin. Ich bin dann aus Lichtenberg nach Hohenschönhausen verlegt worden, wo man mir sagte, dort ist es also viel moderner und viel schöner, nicht wahr? Naja, darüber lässt sich streiten. Es war raffinierter, nicht wahr? Und als dann dieses Untersuchungsverfahren abgeschlossen war, wurde ich dann mit so einem Konsumauto als Tarnung, drin waren Haftzellen, ja, zur Bahn gebracht und dann mit so einem Kodewohl-Express. Der Name war nicht nur nach dem Ministerpräsidenten, sondern weil es immer aufs Kodewohl ging. Mit Zwischenstationen, ich weiß gar nicht, irgendwo haben wir übernachtet, in so einem großen Raum, ja, und dann am nächsten Morgen wieder in den Zug rein. Am schönsten waren ja die Passagen auf den Bahnhöfen durch die Zivilbevölkerung durch. Die guckten uns alle an. Ich war, liefen alle so mit den Händen auf dem Rücken in Handschellen, ja, zwischen den Wachtposten. Und da haben die sicher gedacht, das müssen ganz schlimme Verbrecher sein, ja, die da laufen. Ja, und so kamen wir dann nach Neubrandenburg, also erst in die U-Haft Neustrelitz, sie war für den Bezirk zuständig und von dort wurde ich dann zum
Prozesstermin in Neubrandenburg gebracht. Die Paragraphen, die ich bekam, waren die Nachbarparagraphen vom Spionageparagraf 14, Verbindungsaufnahme mit feindlichen Dienststellen. Das war also eben diese Redaktion Freie Junge Welt in West-Berlin und der RIAS. Für den RIAS, dort hatte ich ein Buch bestellt und abgeholt, kriegte ich ein Jahr Gefängnis. Für die Gespräche bei der Redaktion Freie Junge Welt kriegte ich 2 Jahre Zuchthaus. Es wurde dann zusammengezogen zu 2,5 Jahren Zuchthaus. Mit diesem Päckchen kam ich dann nach weiteren Transporten in Bautzen an. Ja, Bautzen-Zugang war die Station 2. Dort saß ich erst auf der Seite, wo so die Zugänge saßen. Und mit mir in der Zelle war so ein altes Männchen, so ein ganz schüchtern. Das saß immer nur so ganz schüchtern so um sich. Und dann frage ich den, warum bist du denn hier? Im Knast duzte man sich im Allgemeinen, ja, warum bist du denn hier? Und er sagte, wegen die Bären. Ich sagte, was wegen die Bären? Naja, ich habe mir so ein Körbchen Erdbeeren aufs Glied gestellt und dann habe ich die kleinen Kinder immer zulangen lassen. So ein Sittenstreich also. Ja. Das war dann mein erstes Erlebnis in Bautzen, nicht wahr? Später wurde ich dann verlegt zu den Sanitätern auf dem gleichen Flur und später dann ins Haftkrankenhaus. Bautzen war ja eine große Anstalt, ja. Und dort war ich dann im Haftkrankenhaus. Erst mit 2 anderen Ärzten zusammen, der Zahnarzt saß wegen Hetze und der Internist wegen Mord. Es war niedlich. Der Hauptmann der VP, der da die Chirurgie leitete, wo ich eingesetzt war, der ging mit mir die Treppe hoch zu dem Internisten. Das war also ein Facharzt für Innere und Lungenkrankheiten. Er hatte eine Heilstätte im Vogtland geleitet, war verdienter Arzt des Volkes, SED-Genosse, ganz großer Mann, nicht wahr? Das heißt also, in der SED-Hierarchie äußerlich war es ein kleines Männchen. Der stand dann so ganz schmächtig vor mir so, nicht wahr? Immer den Kopf gesenkt, ja. Und der Hauptmann Böhme, der Chirurg, wo ich da auf der Station war, der stellte uns dann vor, ich wollte ihm die Hand geben. Und der Strafgefangene, der getraute sich nicht, die Hand zu geben, das ist hier nicht gestattet. Daran sah man schon, also wie der arme Mann schon eingeschüchtert und so weiter war. Ja. Nach einem Jahr war der gesundheitlich so am Boden, dass er aus gesundheitlichen Gründen, so hieß es, nach Hause oder ins Krankenhaus entlassen wird. Ich habe dann aber von anderen Bekannten erfahren, dass er also bald wieder im ambulanten Gesundheitswesen tätig war. Sein Delikt, Mord, war so gekommen. Er hatte eine Krankenschwester und die hatte die Ehe verlangt. Er war aber noch nicht geschieden und um diesem Dilemma zu entgehen, hat er sie dann umgebracht. Einzelheiten weiß ich heute nicht mehr, ob mit Gift oder erwürgt, das ist egal, also ich weiß es nicht mehr. Ja. Ja, wo der ging, war ich dann der einzige Arzt in Bautzen. Und die Strafgefangenen sagten immer spaßig, na Doktor, hier ist doch schön in Bautzen. Ich lasse sie auch nicht gehen, die haben ja gar keinen. Der Zahnarzt, der wegen Hetze saß, der ging dann auch. Er hatte 2,5 Jahre
wegen einer Bemerkung in der Bürgerversammlung bekommen. Ja. Und dann war ich auch Zahnarzt. Ja. In Notlernpeden. Und es ging dann, sag mal, ein Tauziehen zwischen der Stasi, die mich ja dahin gebracht hatte, und die mich wieder in Berlin-Buch, wo ich als Assistenzarzt tätig gewesen war, in Stellung bringen wollte, die Stasi. Und die Grünen vom MDI, Ministerium des Innern, die also sozusagen die normale Verwaltungsarbeit im Strafvollzug machten, ja, die wollten mir Nachschlag verpassen. Weil ich hatte da einen jungen Gefangenen so von meiner Verpflegung abgegeben und mit ihm so staatsfeindliche Gespräche geführt. Der war so ein Republikheimkehrer. Das ist so, wenn ein Grenzsoldat während seines Dienstes an der Westgrenze abhaute, dann war das für ihn sehr gefährlich, er konnte erschossen werden und so weiter, nicht wahr? Aber wenn der wiederkam, kriegte er auch Haft, Knast, Zuchthaus. Ja. Und dieser Junge, der hatte drüben, war so 18 Jahre gut gewesen, bei der Grenzpolizei gewesen, ja, war dann so nach dem Motto, probieren wir es mal, abgehauen, hatte aber im Westen keinen Fuß fassen können und kam zurück. Ich glaube nicht, dass das ein Einzelfall war. Ich hatte in Altstrelitz, wo ich zwischen Prozess und Bautzen einige Wochen war auf Zellen, noch einen, der auch früher mal bei der Feuerwehr gewesen war. Feuerwehr gehörte auch zur VP. Und insofern war das auch Fahnenflucht, wenn also einer von der Feuerwehr abhaute. Und der war eigentlich nur, sag mal, gegangen, schon eh die Mauer war, nicht wahr? Also noch vor dem 13. August, weil er hier nicht richtig auf die Beine kam. Er war dann geschieden, hatte eine neue junge Frau. Und da wollten die beiden neu im Westen anfangen, ja, und das klappte nicht. Also er konnte dort nicht Boden unter die Füße kriegen und schließlich haben sie sich entschlossen, bei ihren Eltern angefragt im Osten, ob sie zurückkommen können. Die Eltern haben bei den Behörden der DDR angefragt und die haben gesagt, ah, ja, die können schon kommen, ja. Und an der Grenzstation haben sie ihn gleich rausgeholt und hatte er die Acht um. Diese Heimkehrspione, die kriegten 5 Jahre. Ja. Und seine ständige Rede war immer, ich hätte Scheiße kommen sollen da drüben. Das wäre besser gewesen. Ich, dummer Hund. Ja, der hat also unter seiner Dummheit sehr gelitten. Ja. Ja. Wie gesagt, der Zahnarzt ging, der Internist ging, ich war dann alleine. Und die Grünen, also die vom MDI, die wollten mich gerne mit Nachschlag versehen. Nachschlag, das heißt, wenn man ein neues Verfahren eröffnet und dann noch eine Zusatzstrafe zu der, die man noch abzubüßen hat. Ja, ja, das war eine spannende Sache, nicht wahr? Ich wurde dann diesem Laboranten gegenübergestellt und habe den einfach zusammengeschrieben. Ich sage, was erzählen Sie denn hier für einen Unsinn? Er fing an zu weinen. Da war der Politoberleutnant recht enttäuscht, weil das nun nicht der geeignete Kronzeuge gegen mich war. Und ich ging dann am 5. September 1963, also nach knapp 2 Jahren, raus aus dem Knast. Und dann hatten die gar keine Ärzte mehr. Wie bitte? Dann hatten die gar keine Ärzte mehr. Es saß schon einer, ja, ja, im Hauptbau. Also muss ich sich vorstellen, dort oben war kreuzförmig das Hauptgebäude von Bautzen. Ja. Dann kam die Säle, das waren auch für die Gefangenen.
Dann kam die Heizanlage, Kesselanlage, Kesselhaus, ja. Und ganz unten an der Mauer, wir guckten genau auf diesen Dreifaches und zäumte Burg, heißt es in diesem einen Lied, nicht wahr? Da war erst ein Stacheldraht, dann ein Stromdraht und dann nochmal eine Mauer, auf der Strom und Stacheldraht waren. Ja? Und vor diesem Schmuck machten wir im Hof immer unsere Freistunden. Ja? Ja. Und ich war also dort unten im HKH, im Haftkrankenhaus. Und der mich ablösende Arzt war oben auf Zugang in der Ambulanz. Und man hat es vermieden, uns beide zusammenkommen zu lassen, wahrscheinlich damit wir nicht Erfahrungen austauschen. Ja. Ich wurde dann, wie gesagt, am 5.9., das war der Geburtstag meiner Mutter, entlassen in Bautzen. Das war aber auch eine ganz eigenartige Entlassung. Den Entlassermeister, das war so ein kleiner, dicker Untermeister. Also ich glaube, ich kriege heute Dienstränge der VP gar nicht mehr ganz zusammen. Hauptwachmeister war mit 2 Sternen oder mit 3 Sternen. Unterwachtmeister gab es dann noch. Naja. Also der Gefangenenwachtmeister war so einer von den unteren Wachtmeistern, ja. Und da ich ja alle Gefangenen, Bautzen hatte ja einige tausend Häftlinge, ja, alle Gefangenen, die jeden Tag entlassen wurden, untersuchen musste, kannten wir uns recht gut. Also der Entlassungsmeister nannten wir den, nicht wahr? Und ich, ja. Und wie jetzt meine Entlassung war, da war ich auf einer Station 2, da ist Zugang und Abgang auf Station 2 in Bautzen, ja. Und ich wusste nun nicht, komme ich in einen anderen Knast, komme ich vielleicht nach Dresden zur Stasi wegen eines Nachschlags oder was wird nun sein, ja. Ich kam vor zu dem Entlassungsgespräch, es saßen 2 Offiziere da, Leutnants nehme ich an. Und die fragten mich, wem haben Sie Ihre Einkaufsmarken gegeben? Und dann muss man Folgendes wissen, kurz zuvor hatte es eine Strafrechtsreform gegeben in der DDR. Die hatte einige Vergünstigungen, also zum Beispiel eben den Einkauf mit den Marken, nicht wahr, zur Folge, hatte auch einige Verschlechterungen. Alle Gefangenen wurden in Kategorien eingestuft, A, B und C, ja. Die einen, das waren die ganz schlimmen, ich glaube A. B waren die so wie ich, so mittlere Klassen. C waren die Eierdiebe, so nannten wir die, die Kleinkriminellen, nicht wahr? Die meisten Strafgefangenen, wenn sie Einkauf hatten, mussten sie arbeiten. Ja, also ohne Arbeit gab es keinen Einkauf mehr. Und das ging dann nach einem ganz komplizierten Schlüsselsystem, also die Gesamtsumme des Einkaufs, nehmen wir mal an 100, ja. Davon ging erstmal 80 für die Anstalt, für Kosten und Logis. Ja. Und der Rest, da musste man dann etwas für die Heimfahrt sparen, etwas an die Familie überweisen. Und der ganz kleine Rest, der dann blieb, für den normalen Strafgefangenen, waren das, was weiß ich, 5 Mark. Jedenfalls also eine ganz geringfügige Summe. Und damit konnte er dann, war so eine Art Turnhalle und dort war so eine Art Kiosk und da konnte er dann so gewisse Dinge einkaufen. Zahncreme, Kekse, Bonbons, also so, das ist, woran ich mich erinnere, nicht wahr? Hautcreme. Ja. Und ich bekam, als ob ich mein Gehalt von draußen, das waren so ungefähr 1.300 Ostmark, verdienen würde. Da ging dann auch also so 80% für Kost und Logis weg und der Rest, der stapelte sich dann. Aber mein Einkauf war ungleich größer als der der normalen Strafgefangenen. Und ich habe dann immer, obwohl ich nicht Raucher war, Zigaretten gekauft.
und die also an gute Leute verteilt und habe Süßigkeiten oder was man eben so gerne hatte, gekauft und weitergegeben. Ja. Da ich am 5. September entlassen wurde, hatte ich praktisch noch meinen ganzen großen Einkauf bei mir. Und ich habe dann also fleißig eingekauft und fleißig verteilt in den 5 Tagen. Ja. Bei den Hofgängen, da war das so, da konnte man sich ja noch unter die Jacke stecken und konnte das dem Nebenmann geben, nicht wahr? So ging das dann vonstatten, nicht wahr? Sonst ab Celle war ich alleine zu der Zeit. Ja, und als ich jetzt nun bei meiner Entlassung vorne in den Verwaltungstrakt kam, dieser Verwaltungs-, oder sagen wir, das Hauptgebäude war ja so kreuzförmig, unten war die Verwaltung, drüber war die Kirche, sinnigerweise, die dann Kulturraum wurde. Ja, und da fragten die mich als erstes, wem haben Sie Ihre Einkaufsmarken gegeben? Auf den Einkaufsmarken, da stand so drauf, also 50 Pfennig oder 1 Mark oder 2 Mark, und das wurde dann abgeknipst an den Kiosk, nicht wahr? Und ich hatte 5 Tage nach Ausgabe der Kassen, und ich hatte also, wie gesagt, bedeutend mehr als die anderen, gar nichts mehr. Ja? Und das war ja nur verdächtig, nicht wahr? Nur wollten sie von mir die Namen wissen, wem ich das gegeben habe. Ja, da habe ich gesagt, also, ich bin jetzt hier fast 2 Jahre und ich habe niemanden verpfiffen und ich werde das auch heute nicht tun. Strafgefangene melden sich ab. Also, das war so der Knastjargon, nicht wahr? Man muss die Haltung annehmen. Wenn man hat, Strafgefangene, aber meldet sich ab. Dann konnte man Kehrtwende machen, erst im Raum gehen, ja? Draußen war der Entlassungsmeister, der mich ja nur schon lange kannte, ja? Sagte, Mensch, Alter, was ist denn mit Ihnen los? Brauchte mich also wieder auf Station 2 auf Zelle, nicht wahr? Nach einer Weile kam er wieder, der gleiche Meister, ja? Brachte mich gegenüber zum Stasi-Offizier. Der nannte sich Verbindungsoffizier vom Ministerium für Staatssicherheit. Der empfing mich. Da sagen Sie mal, Erna, was machen Sie denn für Sachen? Ja, ich sage, ich habe die ganze Zeit, die ich hier war, keinen verpfiffen und ich werde es auch heute am letzten Tag nicht tun. Wir wissen doch, wem Sie die Marken gegeben haben, nicht wahr? Nannte mir ein paar Namen, die ich tatsächlich welche gegeben hatte, nicht wahr? Ja, sag ich, wenn Sie wissen, warum fragen Sie mich. Ja. Naja, melden Sie sich ab. Frau Werber meldet sich ab. Ja, wieder raus, wieder irgendwo, wieder in die Zelle. Wieder kam der Meister, holte mich, brachte mich wieder zu den Grünen, nicht wahr? Die Grünen guckten mürrisch, nicht wahr? Unterschrieben. So, können Sie gehen. Das Tor war offen. Von dem Verwaltungsgebäude ist noch 100, 200 Meter bis zum Tor. Dort standen meine Eltern und warteten im Auto auf mich. Na, warum dauert denn das bei dir so lange? Die anderen sind schon lange durch. Ja, ja. Und erzählte ich so ein bisschen und meine Mutter sagte, die Schweine, das ist doch. Ich sag, wer weiß, ob hier im Auto eine Wanze ist. Darüber waren meine Eltern so erschüttert. Aber dieses Beispiel zeigt, wie die psychische Verfassung von so einem Häftling ist. Wir witterten wirklich überall Wanzen. Ja. Wollen wir Schluss machen? Ja, ganz herzlichen Dank. Jahre sind schon eine lange Zeit, da können wir vieles erzählen. Ja. Manches hat man auch vergessen, aber manches fällt dann auch für sich.